Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Eisenmann, heute mal wieder aus der Eisenkitchen, denn heute möchte ich eine Neuentdeckung mit euch mitteilen, was ich für mich neu entdeckt habe, und zwar sind das die Wachteleier. So sehen die aus. In diesem Video werde ich erklären, warum die für uns gesund sind und wie man die auch zubereitet. Da gibt es einige Möglichkeiten. Bis gleich. So meine Freunde, so sieht ein Wachteleier aus. Nicht gerade appetitlich, dafür aber sehr gesund. Es ist circa viermal so klein wie ein Hühnerei, hat aber viel mehr Nährstoffe. Ja? Ich habe jetzt hier vor mir eine 12-Eier-Packung, die ungefähr um die 100 Gramm wiegt und die kostet so im Schnitt zwischen 2 und 3 Euro. Also man kann es ja mal probieren, also ich würde es jedem empfehlen, mal sowas zu testen. Auf 100 Gramm haben wir 155 Kalorien, 13 Gramm Eiweiß, 11 Gramm Fett, davon einfach und mehrfach gesättigte Fette, also die gesunden und sättigen Fette. 1 Gramm Kohlenhydrate, davon 0,4 Gramm Zucker und vieles mehr wie Natrium, Kalium, das gute Cholesterin, Vitamin A, C, E, D und Eisen. Darüber hinaus ist ein Wachtelei besonders wertvoll, weil es uns mit essentiellen Aminosäuren versorgt. Das sind die Aminosäuren, die unser Körper nicht von selbst herstellen kann und wir diese von außen zuführen müssen. Aminosäuren sind unter anderem in diversen Stoffwechselprozessen beteiligt, sorgen dafür, dass wir unsere Muskulatur erhalten, sind gut für die Knochen und an Heilungsprozessen auch beteiligt. Ja. So. Ich möchte es hier auch kurz halten, nicht zu so sehr ausschweifen lassen, aber wie gesagt, viele gute Vitamine, gute Nährwerte. Unter anderem Vitamin A, was gut für die Sehkraft ist. Kalium zum Beispiel hat unter anderem eine blutdrucksenkende Fähigkeit. Also hat alles nur seine Vorteile. Und meine Freunde, es ist erwiesen, dass Wachtelei sich positiv auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten von Kindern auswirken. In Japan zum Beispiel ist der obligatorische tägliche Gebrauch von 2 bis 3 Stück Wachteleier sogar eine der 12 wichtigsten Gesetze des Landes. Nice to know. Ja, meine Freunde, kommen wir direkt zur Zubereitung. Da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Man kann diese Wachteleier genauso wie Hühnereier braten, kochen oder auch roh essen. Und wir Bodybuilder, oder bin ich ja nicht, aber Fitnessfanatiker essen alles roh. Hä? Bro, what are you talking about, man? Und das werde ich euch jetzt zeigen, weil Braten und Kochen ist nicht gerade so spannend. Ist eigentlich genauso wie bei den anderen Eiern. Bis gleich. Nochmal kurz was zu der Schale von Wachteleiern. Es enthält Calcium, besser gesagt Calciumcarbonat, welches besonders gut und leicht vom Körper aufgenommen werden kann. Dazu enthält die Schale alle für unsere gesunde Ernährung wichtigen Spurenelemente wie beispielsweise Fluor, Eisen, Jod, Kupfer, Mangan, Selen und Zink. Zuerst die Schalen innen und außen waschen und dann entweder kurz in Wasser aufkochen oder ein paar Minuten im Backofen auf 180 Grad erhitzen. Danach die Schalen trocken lassen, die getrockneten Schalen dann grob zerkleinern, in Mörser fein zerreiben und in einem Müsli oder Joghurt unterrühren und mit verzehren. Prost! Lecker. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie?